Ja. Wie lange braucht die Kaserne noch? Letztes Maschinengewehr, okay. Und danach kommen nochmal zwei Mörser und dann sind sie durch. So, du kommst wieder mit, bitte. Wo ist dein Schiff? Ach, dein Schiff habe ich schon wieder weggeschickt. Ja, weil der Lars schlau ist, hat er seinen Meister schon wieder weggeschickt. So, einmal dorthin, bitte. Marinewerft wird ersetzt. Nein, ich reiße die Marinewerft nicht ab, das wäre Quatsch. Weil es kann ja sein, dass wir die vielleicht immer noch gebrauchen können. Schönes Geräusch. Ja, das sind Wasserflugzeuge, ihr Lieben. Anti-U-Boot-Bomber. Zeigt es ihnen. Oh, dann schicken wir den wieder nach Hause. Dann kann der erstmal wieder in seinen Bauernhof. Währenddessen unsere Jungs mal weiter voranschreiten werden. Die Insel hier werden wir uns aber noch nicht vornehmen. Wir werden uns wahrscheinlich eher erstmal die hier vornehmen. Weil ich weiß leider auch nicht, ob dann noch eine Patrouille rumschippert oder ob die schon weg ist. Wir brauchen nochmal einen Katalina, bitte. Okay. Danke. Einmal hier hinfliegen, bitte. Ich muss einmal wissen, ob hier noch eine Patrouille rumschippert. Und wenn ja, was für eine. Ob es eine Fregatte ist oder ein U-Boot. So, ihr seid durch. Sehr schön. Du kannst wieder an deinen Bauernhof gehen. Du bleibst aber trotzdem eingetragen im Klassenbuch. Ne, ich hab dich genau im Blick, mein Freund. So, dann nochmal einmal alle eintragen. Der letzte Mörser dürfte da sein oder ist er noch unterwegs? Nein, er dürfte da sein. Gut. Stellung halten, ist klar. Einmal eintragen, sehr schön. So, ihr bekommt... Achso, machen wir es einfacher. Alle Stellungen halten. So. So, Bazookas und Marinesoldaten sowie... Ja, die können eigentlich alle in den... War das der Trupp hier? Ja. Kann ich behilflich sein? Ist immer toll, wenn man mittendrin bei der Planung ist und dann kommt man durcheinander. Also da, wo der Flammenwerfer ist, ist der Haupttrupp. So. Arzt wird auch nochmal durch einen ergänzt und die gesamte Streitkraft nochmal so. Wunderbar, sehr schön. Damit haben wir das auch. Einer dürfte übrig bleiben. Genau, weil ein Transporter nämlich auf 13 war. Der kann dann nämlich gleich nochmal den einen Mann abholen. Und dann werden wir die obere, kleinere Insel... angreifen. Na, schippert hier was rum? Sieht nicht so aus. Ich habe auch keinen roten Punkt gesehen. Also hier dürfte nichts sein. Gut. Dann werden wir uns gleich die kleine Insel da vornehmen. Erwarte Befehle. Mit Volldampf. Bereit zum Einsatz. Zeigt es ihnen. Erwarte Befehle. Volldampf. Bereit zum Einsatz. Zeigt es ihnen. Alle Mann bereit. Mit Volldampf. Bereit zum Einsatz. Zeigt es ihnen. Dann kommt man mit schon mal. Erwarte Befehle. Auf voll? Auf voll. Gut, dann abfahren. So, dann geht... Na, das Schiff ist nur hier. So, dann geht ihr bei dem Schiff an Bord. Genau, und der letzte ist dann der, dem einem fehlt. Jawohl, dann holst du den bitte auch noch ab. Ja, erstmal Gruppenkuscheln, genau. Auch Schiffe brauchen Liebe, nicht wahr? Und das sagt er komplett unironisch, ja? Kann passieren. Alle Mann bereit. Zeigt es ihnen. Gut, da die Insel ja nur einen Bunker umfasst, sollte es nicht allzu schwer sein, die zu besetzen. Und wie gesagt, je mehr Inseln wir unter Kontrolle haben, desto mehr ziehen sie sich zurück. Also umso besser für uns. Eine Insel kontrollieren wir schon, eine recht große zum Glück sogar. Achso, du fliegst dahin. Ja, alles gut. Schade eigentlich, dass wir keine Patrouillen kriegen. Wer sind eigentlich alles dabei? Japan, Kaiserreich Japan. Eingeborenendorf, Eingeborene, Vereinigte Staaten, Vereinigte Staaten. Wieso sind die Vereinigten Staaten dreimal dabei? Was ist denn da passiert? Dreimal Vereinigte Staaten, meine Güte. Man könnte meinen, sie haben es auch ein bisschen übertrieben. Warum ist hier eigentlich, warum sehe ich da drüben eigentlich nichts? Das gefällt mir nicht. Jungs, könnt ihr mal drüben bitte mal einen Turm bauen? Mir gefällt das da nicht, dass da eine Lücke ist. Ich mag das nicht haben. Bitte einmal da einen Turm bauen. Sagt er und dann ist genau in der Ecke eine Fregatte und greift an. Das wär's. Kann passieren, ja, wenn ich Pech hab. Einmal hier bitte einen Turm hinsetzen. Ich finde das nicht so gut, dass das hier so nackig ist.
Auch die Stelle hier ist total nackt. Ich hoffe, dass kein Gegenangriff von denen kommt. Alle Mann bereit. Ihr seid mir echt ein bisschen zu weit auseinander. Bereit zum Einsatz. Volldampf. Das ist nicht so gut. Ja, manchmal hat die Formation ihre Vorteile, bei Schiffseinheiten leider ihre Nachteile. Und wenn das sich so weit entgegenstreckt, dann ist die Gefahr größer, entdeckt zu werden. Alle Mann bereit. Bereit zum Einsatz. Alle Mann bereit. Ja. Bereit zum Einsatz. Zeigt es ihnen. So, ich hoffe, dass jetzt hier keine Fregatte rumlungert. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Kann ich Ihnen helfen? Gut. Sehr gut, der Turm ist fertig. Sehr schön. Alle Mann bereit. So, Jungs. Zeigt es ihnen zum Einsatz. Mit Volldampf. Beginnt damit, euch an die Küste zu begeben. Damit wir gleich mit der Landung beginnen können. Und zwar mit voller Wucht. Denkt dran, es ist trotzdem nur ein Bunker. Aber auch nur ein Bunker alleine kann Schaden anrichten. Und nicht gerade wenig. Ja, siehst du, das habe ich mir nämlich gedacht. Da geht es nämlich schon los. Ja, ja, genau. Oh, er hat mir einen Heckenschützen umgehauen. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Einmal laden, bitte. Danke. Ich verliere keinen Heckenschützen. Bereit zum Einsatz. Oh, jetzt muss ich die ernsthaft noch sortieren, oder was? Oh. Bereit zum Einsatz. Alle Mann bereit. Bereit zum Einsatz. Muss ich die jetzt wirklich noch sortieren? Alle Mann bereit. Bereit zum Einsatz. Nö. Alle Mann bereit. Sortier die nicht. Mit Volldampf. Aber ihr habt es gerade gesehen. So viel zu dem Thema, kleine Inseln sind leicht zu erobern, ne? Das war ja wohl nix. Genau in dem Moment kommen natürlich plötzlich Marinesoldaten hervor. Ja, ja. Ach komm, lass die Turm sein jetzt. Ist egal. Wenn jetzt was kommt, dann ist Pech. Dann ist es eben halt so, nicht? Aber da habt ihr es gesehen, selbst solche harmlosen Inseln, ja, können in Wirklichkeit zur Todesfalle werden. Aber wie gesagt, jede Insel, die wir haben, ist eine gute Insel. Jede Insel, die wir haben, sorgt dafür, dass die Japaner keine Patrouillen mehr haben in dem Gebiet. Auch wenn wir schon zwei Fregatten versenkt haben. Alle Mann bereit. Bereit zum Einsatz. Alle Mann bereit. Bereit zum Einsatz. Alle Mann bereit. Hier sind die Heckenschützen an Bord. Und hier ist einer. Bereit. Da ist einer. Bereit zum Einsatz. Zeigt es ihnen. Da ist einer. Und da ist einer. Bereit zum Einsatz. Hier ist alles ersetzbar. Alle Mann bereit. Hier ist alles. Na gut, die Flammenwerfer halt nicht, aber ich finde, die sind recht entbehrlich eigentlich. Die Flammenwerfer, ich glaube, so dringend brauchen wir die nun auch nicht. Die Mörser sind wichtig für die Gebäude. Ich finde, so wichtig sind die Flammenwerfer nicht. So, ich speichere nochmal unter Glück 1 dann wieder. Gut. Bereit zum Einsatz. Alle Mann bereit. Zeigt es ihnen. Ich will halt keine Heckenschützen verlieren. Die sind mir ein bisschen zu wertvoll. Alle Mann bereit zum Einsatz. Wenn ich die schon nicht bauen darf. Zeigt es ihnen. Bereit zum Einsatz. Mit Volldampf. Alle Mann bereit. Zeigt es ihnen. Bereit zum Einsatz. Alle Mann bereit. Zeigt es ihnen. Manche stehen da einfach nur rum. Finde ich immer gut, wenn Leute einfach nur rumstehen. Sehr schön. Oh, was haben wir verloren? Ein Marinesoldaten, so wie es aussieht. Ich warte. Wohin, Sir? Wir haben gerade den Auftrag erhalten, in diesem Gebiet einen Radarposten aufzubauen. Sir. Nur ist unsere Ausrüstung der ganze Dreck und Sand und das Salzwasser nicht sonderlich gut bekommen. Wir müssen den Posten auf einer Insel ohne Berge bauen. Das kann ich nicht dafür garantieren, dass unser Zeug hier irgendein klares Signal empfängt. Auf einer Insel ohne Berge. Ja. Bauen Sie eine Radarstation auf einer Insel, die keine störenden Berge hat. Hier sehe ich gerade zwei. Und da wird, glaube ich, auch... Ah, da ist aber ein Berg drauf. Also es dürfen keine Gebirge drauf sein. Ah, super. Was wird gebraucht? Ja, ist auch wirklich eine Radarzentrale.
Also so wie es aussieht, haben wir tatsächlich nur einen einzigen Marinesoldaten verloren. Gut, das geht ja noch. Das ist noch verkraftbar. Wäre es jetzt ein Heckenschütze gewesen, hätte ich mich geärgert. Ich warte. Bereit zum Einsatz. Zwei sind da, drei sind an Bord. Okay, wir haben keinen Heckenschützen verloren. Gut. Mit Volldampf. Eins der Schiffe ist beschädigt, das reparieren wir gleich. Zeigt es Ihnen. Sehr schön, dann haben wir schon mal die zweite Insel gesichert. Sehr schön. Das ohne großen, Widerstand, wollte ich gerade sagen. Ja, ist klar, bereit Lars. Genau. Mit Volldampf. Alle Mann natürlich. Bereit. Ohne Zeigt großen Widerstand. Bereit zum Einsatz. Sagte er und dann spawnten direkt nach der Landung erstmal gegnerische Einheiten. Möglicherweise findet sich eine geeignete Insel für eine Radarstation in diesem Gebiet, ja? Ich denke mal, die wird genau hier hinter sitzen. Hä? In diesem Gebiet? Okay. Da wollt ihr eine hinhaben. Alle Mann bereit. Mit Volldampf. Wir haben ja einen Vorposten hier, nicht? Einmal ein Catalina, einmal bitte zu der Position, bitte. Ich will mal sehen, was das für eine Insel ist. Bereit zum Einsatz. Mit Volldampf. So, der eine Soldat ist schon ersetzt worden. Ich prüfe das nochmal. 14, 14, 14, 13, 14, 14. Ist es tatsächlich nur ein einziger Soldat umgefallen? Ja, gut. Perfekt, umso besser. Ein einziger Soldat kann ich noch verkraften, das geht noch. Solange es jetzt nicht plötzlich die ganze Armeen sind, die weggerupft werden, ist alles okay. Gerade die unersetzbaren Leute werden ärgerlich. So, jetzt beobachten wir mal die Catalina, während ich mir ganz unauffällig... Ui, eine einschenke. Ui, da haben wir einen Hurricane. Der allerdings keine hörbare Geräusche hatte gerade. Also kann es auch ein falscher Hurricane sein, oder was? Ich weiß es nicht. Fertig, Sir. Also da war auf jeden Fall gerade ein Hurricane. Ey, da ist so eine, da ist so ein kleiner Berg. Das ist doch keine... Die ist doch nicht geeignet dafür, dann. Oder wie, oder was? Hier will, wollt ihr eine Radarstation hinhaben? Na, ich weiß ja nicht. Zum Befehl. Da wollen sie eine Radarzentrale hinhaben. Da hatte ich aber ganz andere Inseln, wo gar nichts drauf war. Okay. Im Gebirge. Also das kommt mir schon wie so ein bisschen Gebirge vor. Ich weiß ja nicht. Ja gut, dann würde ich mal sagen, bevor wir irgendwas anderes machen, werden wir gleich erstmal die zweite große Insel in Anspruch nehmen. Bevor wir mit unseren Trupps da tatsächlich ein bisschen weiter gen Westen gehen. Dann werden wir nämlich erstmal die Insel hier in Besitz nehmen. Danach würde ich sagen, die Insel hier. Und dann werden wir mal versuchen, dass wir da eine Radarzentrale hinbekommen. Bereit zum Einsatz. So, du wirst repariert. Sehr schön. Ach, jetzt habe ich die nicht eingetragen. Ne? Ja, ist egal. Mit Volldampf. Ist bereit egal, zum Einsatz. Alle Mann bereit. Bereit zum Einsatz. Natürlich Zeigt steht der, der einen verloren hat, am weitesten außen. Das ist immer klasse. Super. Das Problem ist nur, da ist auch vor allen Dingen ein Turm. Das heißt, der Landeposten kommt schon mal nicht in Frage. Weil da ist nämlich direkt ein Turm. Was ist das denn? Hier ist ja nicht mal richtig erkundet. Was ist... Oh, Leute. Ich glaube, hier wäre schon eine bessere Position. Da ist auch noch ein Turm. Hier ist ein Turm. Also drei Türme hat er auf der Insel. Erwartet Befehl, okay. Erkunde nochmal dieses schwarze Loch hier oder diesen schwarzen Strich hier nochmal. Ich will wissen, was hier los ist. Es kann nicht sein, dass ich hier nichts sehe. Freunde der Sonne, was ist da los? Was ist da los, Geheimdienst? Habt ihr ja gepennt oder was ist da los? Sagt man ja immer beim Militär. Geheimdienst. Beobachten wir nochmal dieses wunderschöne Flugzeug. Ich weiß, ist womöglich nicht die allerspannendste Mission, aber ich fand sie recht nett damals. Ich fand sie auch auf jeden Fall... Ach, da ist ein Fischgrund, ne? Ey, da ist kein Fischgrund. Aber auf jeden Fall scheint da eine Art Markierung zu sein, damit da immer ein Hurricane ist. Schon mal gut zu wissen. Oh, hier ist einfach mal gar nichts. Außer ein bisschen ein paar Bäume ist da nichts. Supi. Ja, umso besser, ne? Keine Fußeinheiten? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dass hier keine Fußeinheiten sind. Die werden doch bestimmt dann direkt gespawnt. Entschuldigung. Oh. Okay.
Hier sind keine Fußeinheiten. Die werden gespawnt. Garantiert. Die werden dann gespawnt. Und dann müssen wir hier auch noch eine Marinewerft hinzimmern oder was? Oh. Okay, wo ist jetzt der... Alle Mann bereit. Bereit zum Einsatz. Bereit zum Einsatz. Alle Mann bereit. Da bist du. Nimm einmal die Marinesoldaten mit. Einmal Stellung halten. Dankeschön. Dass der nächste schon mal drin ist. Einmal speichern. Glück 2. Und dann versuchen wir mal... Ich versuche einfach mal den Landepunkt sonst. Ich denke mal, der ist für mich bisher am schlüssigsten, weil da ist kein Turm in der Nähe. Und auch kein im Bunker. Also da kann man in Ruhe landen. Weil hier... wo war er jetzt? Hier. Da würden wir hier nämlich direkt den Turm in die Arme laufen. Und das will ich nicht. Gespeichert haben wir. Also falls was schief geht, wir in eine Patrouille oder noch schlimmer in einen Hurricane reinfahren, können wir laden. Ich überlege nur gerade, wenn wir da eine Radar... Zentrale bauen. Sollten wir da nicht vielleicht auch gleich direkt eine Werft bauen? Wäre, glaube ich, besser, ne? Wenn wir dann gleich beides Kombination haben, Catalina und Radarzentrale, wäre vielleicht besser, ne? Immerhin, zwei Inseln haben wir befreit. Von unserer normalen Insel aus. Aber irgendwas war hier noch. Ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwas war hier noch. Wir werden angegriffen. Ja, genau das sollte nämlich nicht passieren. Genau das habe ich mir gedacht. Super. Ja, und U-Boote auch noch. Geil. Gleich laden. Genau das sollte nämlich nicht passieren. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Ah, genau das habe ich mir nicht gedacht. Genau in dem Moment rein zufälligerweise eine Patrouille um die Ecke kommt. Genau in dem Moment. Es war so klar. Ich wusste, irgendwas wird schief gehen. Und richtig. Gleich direkt U-Boote. Vielleicht sollten wir doch von Westen, von Osten nach Westen erstmal und dann nach oben. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Direkt einer Fregatte und einem U-Boot in die Arme gefahren. Sehr schön. Das sollte nicht passieren. Deswegen schicke ich jetzt auch alle drei los, damit sie gegebenenfalls gleich erstmal das U-Boot versenken können. Ich denke mal, es wäre, glaube ich, wirklich besser, wenn wir uns erstmal die kleine Insel hier holen. Schipperten das... Da ist es ja. Steht sogar. Perfekt. So, jetzt steht es nicht mehr. Jetzt sinkt es. Aber das heißt, dass hier die Fregatte dann steht, oder was? Also hier in der Nähe steht die Fregatte auf jeden Fall. Uff. Du Schande, wo sollen wir denn dann landen, bitte? Wenn da die Fregatte ist, dann müssen wir... Oh Gott, dann müssen wir ja wahrscheinlich... Entweder nehmen wir einen riesigen Umweg... Oder aber wir riskieren es halt in der Region, wo wir nicht wissen, was los ist. Wo ist denn eigentlich mein einer? Ich hatte doch hier... Wo willst du denn hin? Ach, ich habe vergessen, den Sammelpunkt wieder rauszunehmen. Ah, abbrechen, meine Herren. Abbrechen. Bevor ihr nämlich gleich wieder startet, sollt ihr nämlich gar nicht. Und er hat schon fast die Hälfte seiner Flugzeit verplempert, nur um auf den richtigen Kurs zu kommen. Super. Ja. Mal wieder top Gaming-Leistung von dir, Lars. Ja. Sehr schön. Ja, die Insel hier ist wie immer. Da ist nichts los und man denkt sich, jo, geil, kannst landen. Und dann spawnen genau in diesem Moment direkt Marinesoldaten feindlich. Ich wollte halt nur wissen, ob hier ein Transportschiff. Was hab ich mit Transportschiffen, sag mal? Ob hier eine Fregatte rumfährt oder schlimmer ein U-Boot. Obwohl ein U-Boot ist gar nicht mal so schlimm, weil die Catalinas kümmern sich drum. Aber eine Fregatte ist schlimmer, weil wir dagegen keine Gegenmaßnahmen haben. Außer halt Bodentruppen. Gut. Transporter, dann stößt schon mal langsam vor. Langsam und zärtlich. Ich glaube, ich muss doch mal ein... Entschuldigung.
ein weiteres Transportschiff bauen, damit ich für die Zivilisten was habe. So, die hacken einfach weiter Holz. Ich wollte gerade sagen, sind die Bäume hier reduziert? Nee. Bäume sind normal. Gut, also ich habe keinen roten Punkt gesehen, also gehe ich mal davon aus, dass da nichts Feindliches ist. Sagte er und fährt dann voll in die feindliche U-Boot-Flotte rein. Kann passieren. Ich hoffe es nicht. Aber steht zu befürchten. Und was, warum ausgerechnet er hier den Radar, die Radarzentrale inhaben will? Ja, ich meine, lebt da nicht verstehen, vor allem, weil das hier eigentlich ein Berg ist. Also ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich, aber na gut. Wer bin ich, dass ich da widerspreche? Ich bin doch nur ein kleiner Zocker, mehr bin ich doch nicht. Alle Mann bereit. Zeigt es ihnen. Ich hoffe, dass hier jetzt keine Patrouille unterwegs ist. So, das Schiff ist fertig. Jawohl. Mit Volldampf. Ja, mit Volldampf. Die Frage ist halt wirklich, ob hier... Kann ich Ihnen helfen? Unverzüglich. Gut, du hast gerade frisch abgeliefert, dann kommen wir gleich her, bitte. Dann kommen wir gleich her. Erwarte Befehle. So, wir klären erstmal hier das Dunkle auf. Zum Befehl. Also eine Insel wird hier nicht zwischen sein, dafür ist es einfach zu platt. Aber man merkt schon, die Karte ist so groß, also hier wird man definitiv einen weiteren Stützpunkt brauchen. Entweder eine Marinewerft unten an der Insel, wo der Bunker ist, oder da, wo die Radarzentrale sitzt. Oder sitzen soll, sagen wir es mal so. Ne, weil ansonsten kommen unsere Catalinas wirklich nicht sehr weit. Seht ihr ja. Ja, weil die Flugzeit einfach zu knapp ist. Bereit zum Einsatz. So, jetzt geht das Spielchen gleich nochmal von vorne los. Bereit zum Einsatz. Keine Heckenschützen. Da ist ein Heckenschütze. Da ist ein Heckenschütze. Bereit zum Einsatz. Da sind keine Heckenschützen. Da sind alle drei. Alle drei vor allen Dingen. Da ist auch einer. Also hier ist keiner. Hier ist einer. Da ist keiner. Da ist auch einer. Ich sollte echt mal zusehen bei der nächsten Eroberung, dass wir die mal alle möglichst auf ein Schiff gebündelt kriegen. Echt, das ist ja furchtbar. Schrecklich. Gut. Wir speichern nochmal. Die reine Speichersession hier, ihr wisst Bescheid. So, dann fangen wir an zu landen. Ihr zieht bitte das Feuer auf euch. Ihr auch. Und der Rest folgt.